Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben uns hier versammelt, um heute eine Veranstaltung durchzuführen unter dem Titel Vom Hitler-Stalin-Pakt zum Überfall auf die Sowjetunion. Aus diesem traurigen Anlass haben wir hier in Warschau bei der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit einige Experten versammelt, die wir in Kooperation mit der deutsch-belarussischen Gesellschaft eingeladen haben, um das traurige Thema des Überfalls auf die Sowjetunion zu diskutieren. In Deutschland wird dieser Anlass vor allem auf das deutsch-russische Verhältnis bezogen. Wir wollen bei der heutigen Veranstaltung hier die anderen betroffenen Völker einladen, ihre Position darzustellen. Ich freue mich sehr, dass Markus Meckel die Moderation dieser Geschichte übernommen hat. Wir haben hier im Studio Ernest Wyciszkiewicz, den Direktor des Polnisch-Russischen Instituts für Kooperation, eingeladen, wie auch unseren Gast Dr. Melnikau aus Belarus. Wir haben auch in der Leitung, in einer Zoom-Verbindung, Professor Claudia Weber aus Frankfurt an der Oder und aus Lemberg Juri Durkot, Publizist, ehemaligen Diplomaten und Dolmetscher, der vor allem die ukrainische Position erklären wird. Wir haben hier 1,5 Stunden Zeit, um diese wichtige Thematik zu diskutieren, und ich gebe das Wort an Markus Meckel. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen und begrüße alle Diskutanten und freue mich sehr, dass wir hier miteinander Zeit haben, dieses wichtige Datum miteinander zu bedenken. Wir erinnern eben, wie eben schon gesagt, an den 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion und damit geraten in den Blick die eben mehr als 27 Millionen Opfer des Vernichtungskrieges im Osten. Dies ist ein Thema, das diese Koalition, die in Deutschland regiert, sich vorgenommen hatte, in dieser Legislaturperiode auch besonders zum Thema zu machen. Wir hatten in den letzten Jahren viel Diskussion darüber und dann im letzten Herbst die Entscheidung mit 2 Resolutionen des Deutschen Bundestages vom 9. und vom 30. Oktober des letzten Jahres mit dem Vorhaben, ein Dokumentationszentrum für die deutsche Besatzung in Europa und den rassistischen Vernichtungskrieg im Osten in Berlin einzurichten und ebenfalls einen Erinnerungsort an die polnischen Opfer im Zweiten Weltkrieg. Diese Millionen von Toten, die Millionen von Opfern in den Blick zu nehmen, weil man in Deutschland recht wenig von ihnen weiß und sie in der öffentlichen Erinnerungskultur bisher wenig vorkommen, ist ausgesprochen wichtig, und ich bin sehr froh, dass das gelungen ist. In den letzten Jahrzehnten lag der Akzent bei der Aufarbeitung des Nationalsozialismus ganz stark bei der Shoah, beim Holocaust, bei dem Mord an den europäischen Juden. Ja, man muss manchmal sagen, dass die anderen Dimensionen des Nationalsozialismus und der deutschen Verbrechen jenseits des Holocaust in Vergessenheit bzw. nicht genügend in den Blick gekommen sind. Gleichwohl ist es wichtig, und das ist gerade auch in der Debatte im Deutschen Bundestag jetzt am 9. Juni über alle Parteigrenzen hinweg deutlich ausgesprochen worden, dass es eine deutsche Verantwortung für diese Verbrechen auch 76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt, dass sich Deutschland dazu bekennt, dass man international sicher sein kann, dass auch eine nächste Regierungskoalition, egal wie sie aussieht, sich in dieser Tradition der Verantwortung weiß, die uns aus dieser Geschichte erwächst.
Gleichzeitig ist wichtig, und das hat Cornelius Ochmann jetzt schon deutlich ausgesprochen, dass dieses Datum, der 22. Juni mit dem Überfall auf die Sowjetunion, nicht allein Russland in den Blick nimmt. Wenn wir an den Zweiten Weltkrieg denken, ist außer den westlichen Ländern natürlich Großbritannien und Frankreich und die USA als die westlichen Alliierten im Osten normalerweise nur Russland und Polen im Blick. Die anderen Länder verschwinden dahinter. Und es ist, glaube ich, jetzt von großer Bedeutung, dass auch bei dieser Gedenkstunde im Bundestag deutlich gemacht wurde, dass auch Belarus, die Ukraine und auch die anderen post-sowjetischen Länder, muss man heute sagen, weil es die Sowjetunion nicht mehr gibt, stärker in den Blick kommen. Denn auch sie haben viel dazu beigetragen, zu dem Sieg über Hitler-Deutschland, der Befreiung vom Nationalsozialismus. Sie haben große Opfer gebracht. In Belarus war es zwischen einem Viertel und einem Drittel der Bevölkerung, die umgekommen sind. In Polen sind es vielleicht 6 Millionen, die umgekommen sind. Und wenn ich das richtig weiß, in der Ukraine 8 Millionen und insgesamt eben eine riesige, unvorstellbare Zahl an Opfern, wobei eben der größte Teil dieser Opfer Zivilisten sind. In Deutschland hat es einen langen und komplizierten Lernprozess bedeutet im öffentlichen Erinnern an den Zweiten Weltkrieg und seine Verbrechen. Wenn wir daran erinnern, dass erst Anfang der 60er Jahre, also fast 20 Jahre nach dem Krieg, der Auschwitz-Prozess begonnen hat, dass mit dem Film Holocaust überhaupt auch die Verbrechen an den europäischen Juden auch ins deutsche Bewusstsein so spät wirklich gekommen sind. Das sind Dinge, die man heute leicht vergisst, dass es so lange gebraucht hat in der Bundesrepublik. Und im Osten Deutschlands, in der DDR, kam dies überhaupt wenig zur Sprache, weil man sich dort auf dem Hintergrund der Kommunisten, die eben sich an der Seite der ruhmreichen Sowjetunion fühlten, gewissermaßen selbst als Sieger und Frage deutscher Schuld in der DDR überhaupt kein Thema war, aus dem eine Verantwortung abgeleitet worden ist. Es war wichtig, dass 2015 der damalige Bundespräsident Gauck an die sowjetischen Kriegsgefangenen erinnert hat. Von den polnischen Opfern war schon vorher die Rede, aber dass es mehr als 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene sind, die in deutscher Gewahrsam ganz bewusst verhungert und wurden, also dass sie vor Hunger starben oder unter anderen Bedingungen starben, unmöglichen Lebensbedingungen, Arbeitsbedingungen und eben ein Menschenleben nichts wert war. Das ist die Hälfte in der Zahl der europäischen Juden. Diese Zahl ist in Deutschland nicht wirklich bekannt. Oder eben diese 1 Million Opfer der Blockade von Leningrad, die Millionen von polnischen und sowjetischen Zwangsarbeitern, um nur diese Gruppen zu nennen. All das ist erst in den letzten Jahren stärker ins Bewusstsein gekommen. Es gibt ein Projekt, das auch vor einigen Jahren erst begonnen hat, wo man versucht, die Erforschung der Namen der sowjetischen Kriegsgefangenen dann in Archivzusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland auf den Weg zu bringen. Und es ist eigentlich überhaupt nicht verständlich, weshalb es ein solches vergleichbares Projekt nicht mit Belarus gibt und auch nicht mit der Ukraine, woran man merkt, dass die Fokussierung auf Russland in Deutschland doch immer noch sehr stark ist, was dann dazu führt, dass die anderen Länder vergessen werden oder zumindest in den Schatten dessen geraten. Wir erleben in Deutschland sehr stark, dass unsere Erinnerungskultur, wie ich finde, sehr sektoral ist. Da gibt es die Erinnerung an den Nationalsozialismus, über den wir jetzt reden. Daneben die Erinnerung an die kommunistischen Opfer, an Krieg und Kriegsgräber, an Flucht und Vertreibung. Aber alles schön, hübsch, gesondert, nebeneinander stehend und oft
nicht wirklich verbunden, obwohl die betroffenen Generationen, für die alle dieses zusammengehört und integriert gehört. Aber dies ist in Deutschland wenig der Fall und hat wenig Tradition, diese verschiedenen Opfer in größeren Zusammenhängen zu denken. In Deutschland habe ich den Eindruck, ist dann oft die Angst, dass das Bekenntnis zur Verantwortung aus den deutschen Verbrechen, dass man Angst hat, diese zu relativieren, wenn man auch von anderen Verbrechen spricht und von den Zusammenhängen dessen, was Menschen erfahren haben. Aber gerade das wollen wir heute hier zum Thema machen. So kommt der Hitler-Stalin-Pakt in der deutschen Erinnerungskultur bis heute kaum vor. Wir haben am 9. Juni die Debatte im Deutschen Bundestag verfolgen können. Aber auch da wurde kaum angesprochen, was vor dem 22. Juni in Polen geschah und eben von deutscher Seite in Polen, aber auf dem Hintergrund des Hitler-Stalin-Paktes eben in den anderen betroffenen Ländern dazwischen viel Furchtbares geschehen ist. Der Vernichtungskrieg, den wir Deutschen begonnen haben, begann eben nicht erst am 22. Juni, sondern schon vorher in Polen, auch wenn er dann in eine neue Phase kam. Die sowjetischen Verbrechen zwischen 1939 und 1941 können und müssen thematisiert werden, nach meiner Überzeugung. Und sie relativieren nicht die deutschen Verbrechen, sondern man kann sogar sagen, wir sind auch dafür ein Stück weit mitverantwortlich. Denn Stalin wäre dorthin nicht gekommen, wenn es den Hitler-Stalin-Pakt nicht gegeben hätte. Insofern sind die Verbrechen in Belarus, wenn man von den heutigen Staaten spricht, der Ukraine, der baltischen Staaten, auch der Krieg mit Finnland, durchaus etwas, was auch mit uns zu tun hat, uns als Deutschen. Für unsere Veranstaltung haben wir uns genau dies zum Thema genommen, obwohl es umstritten ist und, wie wir feststellen werden, auch heute noch in den betroffenen Ländern selbst umstritten ist und oft auch ja von mancher Unkenntnis getragen, die wir in Deutschland haben, aber nicht nur in Deutschland. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig erzählen, was die eigenen Erfahrungen damals waren, aber auch, was die jeweiligen Erinnerungskulturen heute bewegt in den betroffenen Ländern, die heute hier mit am Tisch sitzen, und versuchen, sie in einen Dialog zu bringen. Wir erleben in Belarus und in der Ukraine Gesellschaften im Umbruch, die aber dann sofort auch mit der Suche nach der Identität auch im Streit um die eigene Geschichte leben. Polen und Russland spielen eine zentrale Rolle, auch in diesen Diskursen. Polen, weil eben am 22. Juni zuallererst der Teil, der sozusagen von den Sowjets besetzt wurde, Thema war und dann auch okkupiert war, angegriffen wurde und erobert wurde. Das heißt, das frühere Ostpolen war der unmittelbare erste Erfahrungshintergrund bei der Eroberung und bei dem Überfall auf die Sowjetunion. Und Russland selbst ist bis heute auf dem Trip, kann man so sagen, dass man dort von dem großen Vaterländischen Krieg spricht, der dann eben erst 1941 beginnt und man bis heute wenig in Russland hört über die Jahre davor, wo Deutschland und Russland manchen Grund hätten, den Ländern, die dazwischen liegen, die eigene Verantwortung zu gestehen. Deshalb muss man so sagen, dass aus sehr unterschiedlichen Gründen sowohl für Russland als auch für Deutschland die Kontinuität von Gewalt von vor 41 und nach dem 22. Juni 41 kein Thema sind und verdrängt werden, obwohl wir für beides mitverantwortlich sind. Dies aber genau diese komplexe, komplizierte und differenzierte Geschichte besser kennenzulernen, darzustellen
und uns gegenseitig, ja, die Erfahrungen daraus zum Thema zu machen, ist das Thema der heutigen Veranstaltung. Belarus und Ukraine haben in wenigen Jahren in schneller Abfolge polnische, sowjetische, deutsche und dann wieder sowjetische Herrschaft erlebt, was diese Gesellschaften in furchtbare Situationen gebracht hat, Millionen Opfer gefordert hat. Über diese Erfahrungen zu sprechen, nach Verantwortung, aber auch nach Möglichkeiten der Bearbeitung, der Versöhnung zu suchen und zu fragen, was das für die Zukunft heißt, ist das Thema dieses Gespräches, das wir heute führen. Und da der Hitler-Stalin-Pakt als erstes Opfer am 1. September 1939 Polen hatte, möchte ich unserem polnischen Kollegen Herrn Wojciechowicz als erstes das Wort geben, einfach die polnische Erfahrung dieser Zeit zu beschreiben. Wir wollen im ersten Teil uns erstmal beschränken auf die Darstellung der Ereignisse und dann im zweiten Teil über die Fragen der Erinnerungskultur, die dann ja bis in die gegenwärtigen Fragen und dem Streit um die Geschichte mündet. Herr Wojciechowicz, Sie haben das Wort. Dziękuję serdecznie za zaproszenie do tej rozmowy. Jest niezwykle istotna i bardzo się cieszę to, o czym pan moderator sagt. Also ich danke Ihnen für die Einladung zu diesem Gespräch und das Datum, das Herr Moderator hier angesprochen hatte, das Datum, an das im Juni erinnert wird, dass es in einem größeren Kontext geschieht, also von dem Stalin, Hitler Pakt bis zum Überfall auf Polen. Also die beiden Ereignisse sind eng miteinander verbunden, silos gelöst zu erläutern. Entspricht ja nicht der Bedeutung dieser Ereignisse zu dieser Zeit. Ich beginne vielleicht damit, was nun mal ja für die Deutschen eine Überraschung ist. Der 22. Juni 1941, das spielt ja für Polen gar keine Rolle. Das Datum funktioniert nicht. Als was Besonderes, also das, wie wir das beschreiben könnten, publizistisch, ist es, dass eben an diesem Tag ein totalitäres, mörderisches Regime, das eben zu dieser Zeit die Hälfte von Polen besetzte, nach dem 1. Januar 1939, das andere totalitäre Regime angegriffen hatte, das eben seit dem 17. September, ungefähr die Hälfte von Ostpolen besetzte. Dort lebten Polen, Ukrainer, Armenier, Juden. Also Polen war davor ein Vielvölkerstaat. Und aus der Sicht von Polen spielte das eigentlich keine Rolle. Also die Täter haben sich geändert und auch die Art und Weise, Verbrechen zu begehen. So viel. Aber der Prozess der Verfolgung, der Vernichtung der Eliten des polnischen Staates, das Leiden der Zivilbevölkerung, das hielt einfach an. Ja, man hat vielleicht andere Mittel eingesetzt und die politischen Zielsetzungen waren ja auch andere als eben Hitler die Sowjetunion überfallen hatte. Also für die Polen hat dieses Datum keine symbolische Bedeutung, weil das eigentlich in der polnischen Geschichte nichts ändert. Und der Kontext, dass man das breiter auffassen sollte, das ist für Polen in der Tat wichtig. Und der Pakt Ribbentrop-Mołotow bzw. Stalin-Hitler-Pakt, das ist eben der Augenblick, als Adolf Hitler eben grünes Licht bekommen hatte,
um militärisch in Polen einzugreifen. Und Stalin, der schafft sich die Möglichkeit dafür, zu einer bestimmten Zeit, wenn sich das für ihn günstig entwickelt, das einfach sich das zu nehmen, was da in dem geheimen Zusatzprotokoll enthalten war. Und das ist eigentlich der Beginn der vierten Teilung der Polnischen Republik aufgrund des Abkommens zwischen Hitler und Stalin. Und dieser Pakt führte dazu, dass der Zweite Weltkrieg begann. Ja, die Russen heute nennen als Datum für den Beginn des Zweiten Weltkriegs eben den 21. Juni. Und sie sprechen hier von dem großen Vaterländischen Krieg. Aber aus der polnischen Sicht, aus der polnischen Perspektive ist das doch der 1. September. Ich möchte allerdings auf etwas verweisen. Ja, die Russen datieren ja auch den Kriegsbeginn auch vor. Wenn wir uns der russischen Debatte mal ansehen, dann stellen wir fest, also gewisse Meinungen fest von hohen Vertretern des russischen Staates, dass der Krieg gleich nach dem Versailles-Vertrag begonnen hatte und dann, als es eben Spannungen gegeben hatte zwischen den Westmächten und Deutschland, dann Münchener Konferenz, also man dehnt eben den Beginn aus. Und der Sinn ist ja ziemlich einfach. Man möchte ganz einfach den Schlüsselpunkt vergessen, also den 1. September 1939. Also in diesem Sinne ist der Stalin-Hitler-Pakt das, was danach folgte, also war der Loslöser für den 1. September und für den 17. September. Und dann das Bündnis zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Also hier haben die beiden eng miteinander gearbeitet und Ende 1939 gab es ja große Massenverhaftungen der polnischen Eliten durch die Sowjets. Und am 5. März erließ das Politbüro von Stalin eben den Befehl, polnische Offiziere zu erschießen. Also Mord in Katyn, mehr als 20.000 polnische Offiziere kamen dabei ums Leben. Also Vertreter der Eliten. Drei Jahre später sind die Massengräber entdeckt worden und Stalin hat die Schuld dafür den Deutschen in die Schuhe geschoben. Also diese zwei Jahre, das waren zwei Jahre Vernichtung und das hielt ja weiter an nach 1941. Es hatte vielleicht ein anderes Antlitz, die Werkzeuge des Terrors waren auch andere. Und deswegen ist für uns der Stalin-Hitler-Pakt und der Überfall auf Polen eigentlich das Gleiche auf der Zeitachse. Und das ist für uns in Polen sehr wichtig. Ja, herzlichen Dank. Bevor wir jetzt die beiden Stimmen aus den betroffenen Ländern Belarus und Ukraine hören, würde ich doch Frau Weber noch gern zu Wort kommen lassen, deren wichtiges Buch über den Hitler-Stalin-Pakt ja versucht nochmal auch die Hintergründe beider Seiten, diesen Pakt zu schließen, die ja etwa für die deutschen Kommunisten die absolute Katastrophe bedeutete, die eben die ganze Zeit gegen Hitler gekämpft hatten und überhaupt für alle deutschen Antifaschisten in dieser Zeit die Katastrophe war. Was hat diesen Pakt bewogen und was waren aus der deutschen Sicht die Ziele, aber eben auch
die Stalins. Wenn Sie das vielleicht in einem kurzen Statement darstellen würden, bevor wir dann wenn es möglich ist, das kurz zu machen, aber es ist wichtig, bevor wir dann zu Belarus und der Ukraine kommen. Okay, gut. Also dann bedanke ich mich nochmals ganz herzlich für die Teilnahme an diesem Gespräch. Da vor allen Dingen eben, da wir versuchen hier zwei wichtige Daten der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts zusammenzudenken. Und dies ist, wie ich finde, gerade auch aus geschichtswissenschaftlicher Sicht unheimlich interessant. Also ich soll ja jetzt, Ihre Frage ging in eine andere Richtung, trotzdem will ich mir die Bemerkung nicht verkneifen, dass auch wenn wir beide Ereignisse untersuchen, die Stunden und Tage um den 22. Juni 1941 und die Stunden und die Tage um den 23. August beziehungsweise die ersten Wochen des September 1939 hochspannende Parallelen und Vergleiche möglich sind, vor allen Dingen hinsichtlich der Politik Stalins. Das ist unglaublich spannend. Also insofern auch aus geschichtswissenschaftlicher Sicht ein großes Plädoyer dafür, den Hitler-Stalin-Pakt und den 22. Juni eben zusammen und in den Verflechtungen zu denken und aufeinander bezogen. Und ich gebe Ihnen auch völlig recht, dass dies in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu stark als zwei getrennte Kapitel sozusagen dieses Weltkriegs betrachtet wird. Und das sind sie eben nicht. Sie gehören zusammen. Man kann sie nur zusammen denken und verstehen. Ja, um auf Ihre Frage ganz kurz konkret zu antworten. Ja, Sie haben gesagt, für die kommunistische Bewegung war der Hitler-Stalin-Pakt eine Sensation und eine Katastrophe vielmehr auch. Ja, und wir haben unsere Sicht in den letzten Jahrzehnten immer sehr stark auf diese Überraschung und auf diesen Aspekt der Sensation gerichtet. Realpolitisch würde ich argumentieren und in der Geschichte der russischen deutsch-sowjetischen Beziehung ist dieser Pakt überhaupt nicht überraschend. Also man kann ihn ganz konkret, die Entwicklung hin zum Pakt, Wochen und Monate vorher nachvollziehen. Es beginnt eigentlich viel eher, also es ist ja auch in einer gewissen Art und Weise, wenn wir an Rapallo denken, gibt es schon in der Weimarer Republik gute Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion, vor allen Dingen bemerkenswerterweise ja zwischen Stalin und der deutschen Rechten und deutschen Konservativen, das ist überhaupt nichts Überraschendes. Und auch nach 1933 bemüht sich ja die Sowjetunion um die Aufrechterhaltung, so sagt man es, des Geistes von Rapallo. Also der Hitler-Stalin-Pakt ist auch hier nicht als singuläres Ereignis zu sehen, auf gar keine, unter gar keinen Umständen. Und kurz zu den Hintergründen. Ich glaube, dazu ist ja auch schon viel gesprochen worden in den letzten Jahren. Da habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Natürlich geht es die Revision Versailles. Also Molotow sprach ja mal vom Bastard des Versailler Vertrages im Hinblick auf Polen, also um die Teilung, um die Beseitigung sozusagen Polens und Hitler braucht die, das wissen wir auch, braucht die sogenannte Ruhe im Osten, also das Bündnis mit Moskau, um in Polen dann einmarschieren zu können. Und für Stalin ist es, wenn ich das so etwas salopp formulieren darf, er bekommt die ostpolnischen Gebiete auf dem Silbertablett quasi präsentiert, also nahezu ohne militärischen Aufwand, weil die Wehrmacht marschiert ja noch viel weiter, als dann am 27. September im Grenz- und Freundschaftsvertrag wieder beschlossen wird. Also das ist ein guter Gebietsgewinn. Also das klingt zynisch, aber ein Gebietsgewinn für Stalin ohne großen Einsatz. Und es ist ja ganz interessant, dass er sich eben an dieser
Curzon-Line orientiert, die auch im Hitler-Stalin-Pakt eben durchsetzt und bezeichnenderweise dann ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg, also auch von Churchill sozusagen wieder bestätigen lässt. Also das ist ganz interessant, wo die Grenze eben gezogen wird. Ja, herzlichen Dank. Wir kommen nun zu den Erfahrungen der Betroffenen. Dann Betroffenen ab dem 22. Juni, vorher war von Polen als den Betroffenen schon zwei Jahre vorher die Rede. Wir beginnen mit Belarus, Herr Melnikow, wenn Sie man kann gar nicht sagen in die belarussische Perspektive, sondern wenn Sie von den Erfahrungen in Belarus nach dieser Zeit sprechen. No, oczywiście, że po polsku i to rzeczywiście bardzo poważny Aha. moment. Jetzt werde ich polnisch sprechen. Also für uns ist das ein wichtiger Moment. Also für Weißrussland hat der Krieg eigentlich zweimal begonnen. Das ist ja eine Perspektive, die in Weißrussland sich entwickelt hatte. Das erste Datum, 1. September 1939. Das waren doch tausende weißrussische Soldaten, die in der polnischen Armee dienten. Und dann Juni 1941, dann kam der Krieg nach Weißrussland. Und die erste Phase des Zweiten Weltkriegs seit dem 1. September, darauf hat man sich nicht fokussiert. Man wollte darüber einfach nicht sprechen. Und dann, seit den letzten 10 Jahren, hat man auch an den Schulen darüber gesprochen gehabt. Das wurde auch in den Schulbüchern genannt. Aber die historische Unkenntnis führt ja auch dazu, dass die Leute einfach nicht wissen, wann eben die erste Verteidigung der Festung Brzeszcz stattfand und wann die zweite. Und dann die Periode zwischen 1939 und 1941, mal der polnische Kollege hat das richtig bezeichnet, aber alles endete nicht in Katyn. Nicht nur Polen waren Opfer, sondern auch Belarusen. Am 18., 19. und 20. Juni gab es ja weitere Morde. Eben als die Deutschen mit der Luftwaffe gleichzeitig angegriffen haben. Also die Menschen waren Opfer einer neuen Aggression. Und für die Weißrussen ist das eine Tragödie. Also wir reden von einer Vereinigung nach dem 17. September, aber die Grenze haben ja die Russen festgelegt und dort gab es ja Grenzschutz und Unterstände, Bunker und auch Truppen. Und jetzt arbeite ich an einem Buch eben über die alte Grenze im Jahr 1941. Man wollte dort eine Verteidigungslinie aufbauen. Und die ganze Tragödie von West-Belarus bzw. von polnischen Ostgebieten, das war die Sowjetisierung, Deportationen, Verfolgung, Repressalien. Und im August 1939 hat man ja auf dem Kreml über das Schicksal von der Weißrussen nicht nachgedacht. Das war ein politisches Spiel und ich kann ja nur eins sagen, die
Weißrussen haben es nutzen können. Und naja, der Austausch von Gebieten war ja gewaltig. Die Weißrussen haben ja Gebiete bis nach Łomża bekommen, aber Vilnius nicht. Und naja, das sah eigentlich so aus, dass man es machen wird, aber nein, das kam an Litauen. Also, Moskau spielte geopolitisch mit dem Westnachbarn. Sie haben ja eine gemeinsame Grenze, eine deutsch-sowjetische Grenze gehabt. Und Kriegsgefangene, Weißrussen, wollten dann nach Hause fliehen, um sich vor der Festnahme zu schützen. Aber die Sowjets haben sie dann festgenommen gehabt und in Gulags geschickt. Und wir reden ja auch darüber in der letzten Zeit. Und jetzt der sowjetische Nachlass, 41. Also es gab viele Opfer und Weißrussland wurde ja zweimal zum Ziel eines Angriffs. Und in den letzten 20 Jahren hat man ja keine richtige weißrussische Sicht dieser Tatsachen erarbeitet. Also man wollte nur zeigen, ja, das war eine Tragödie, aber auch Mut. Und eigentlich war das ja eine Tragödie für weißrussische Gebiete. In der offiziellen Historiografie hat man das nicht so dargestellt. Und jetzt sind wir ja so weit, dass Schüler in den Schulen, wenn sie gefragt werden, wann begann der große Vaterländische Krieg, dann sagen sie, ja, am 1. September 1939. Ja, dazu kommen wir gleich nochmal. Vielleicht können Sie noch mal etwas klarer unterscheiden für die Zeit vom 17. September, ja, als die Sowjets dann einmarschierten in Ostpolen, ja, der ja auch stark von Belarussen bewohnt war, weshalb ja man dann das Narrativ von der Wiedervereinigung von Weißrussland, von Belarus, schon damals hatte, das aber bis heute gepflegt wird. Darüber vielleicht ein paar Worte. Was waren nach dem ursprünglichen, durchaus ja teilweise Begrüßten des Einmarsches, weil man auch nicht unter deutsche Hoheit kam. Der Krieg gegen Polen hatte schon begonnen. Die Gefahr, dass Polen, dass Deutsche dieses Teil erobern, da waren die Sowjets sehr viel lieber für einen Teil der Bevölkerung. Wenn Sie das nochmal schreiben und dann auch, wie die Erwartungen dann erfüllt oder enttäuscht wurden in dieser Zeit für die verschiedenen Gruppen, die dort lebten. Das wäre vielleicht noch mal klar, ein paar Worte wichtig. Rzeczywiście jest to poważny problem. In der Tat ist das ein Problem und das ist ein Thema, das sehr wenig untersucht wurde in Weißrussland und heute sieht man das genauer, denn die Fehler der Regierungen der Zweiten Polnischen Republik führten tatsächlich dazu, dass die Bevölkerung der nordöstlichen Wojewodschaften wirklich mit Hoffnung in Richtung Minsk blickte und nicht nach Warschau. Und dieser Zeitraum zwischen den beiden Weltkriegen war nicht einfach, weil die Weißrussen konnten zum Beispiel nach Amerika, nach Lettland fahren, also auswandern, um zu überleben, um einfach ihr wirtschaftliches Dasein zu sichern. Man meinte aber, es erlebte, es blühte die belarussische Kultur auf. Und dann der 17. September, also der Einmarsch russischer Truppen, da hat tatsächlich teilweise die Bevölkerung das begrüßt. Das war so eine Art Befreiung von dem von der polnischen Herrschaft. Und man
erhoffte sich Möglichkeiten wirtschaftlicher Entwicklung, dass man eigenes Land bekäme und so weiter. Aber die Realität 1939 war natürlich nicht so schön gewesen, auch nicht für die Soldaten der Roten Armee, denn in der Historiografie schreibt man polnische Aggression oder die Zeit der Wiedervereinigung. Damals war das so, ja, schöne Blumen am Anfang, Geschenke, aber es folgte gar nichts. In Wirklichkeit gab es einen wirklichen Krieg, einen schwierigen Krieg, weil die Gräber polnischer und sowjetischer Soldaten zeugen davon, angefangen von der Grenze, der Grenzverwaltung, bis zu den Kämpfen der polnischen Gruppe. Da kämpften die Soldaten des polnischen Heeres und auch Weißrussen darunter gegen die Rotarmisten, genauso wie gegen die Wehrmacht. Also wenn ich die Archivdokumente untersuche, da sehe ich oft, dass zum Beispiel die polnische Seite den Weißrussen, den Belarussen nicht ganz Vertrauen schenkte. Zum Beispiel, man sagte, in den Papieren heißt es, ja, er ist belarussisch, also wir sind seine Zuverlässigkeit nicht sicher im Falle einer Konfrontation mit der Sowjetunion. Und die russische, die sowjetische Propaganda meinte das auch so, dass man einfach das entsprechend propagandistisch nutzen könnte. Dieser Zeitraum der Besatzung oder der Einverleibung Weißrusslands in die UdSSR, das war doch etwas anders gewesen, als man sich das vorgestellt hatte, die Bevölkerung erwartet hatte. Und der 17. September, einerseits, das ist sehr interessant, zum Beispiel heute ist das ein offizieller Feiertag in Belarus und das ist so zweiseitige Konnotation. Einmal politisch stark gegen Polen gerichtet, auf der anderen Seite dieses positive Momentum, dass ich immer sage, dass die Bevölkerung in Belarus zumindest dieses Datum erkennt. Denn im Westen, da konnte vielleicht die Großmutter oder der Großvater über diese damalige Zeit berichten. Aber im Osten, bei Witebskommel und sonst im Osten von Belarus, da versteht man wenig von dem Krieg 1939 und den Sowjetisierungsprozess dieser Territorien. Also heute ist das wirklich der richtige Augenblick, wenn man diesem Tag gedenken soll und diesen Zeitraum besonders unter die Lupe nimmt. Herzlichen Dank. Juri, wenn du vielleicht jetzt über die ukrainischen Erfahrungen sprichst, die sowohl das westliche Belarus wie die westliche Ukraine heute sind die doppelt betroffenen Länder. Einmal durch den Hitler-Stalin-Pakt, dann nach dem Einmarsch der sowjetischen Roten Armee und dann die zuerst Betroffenen nach dem 22. Juni. Wir müssen ja von einer gewissen Kontinuität von Gewalt reden. Ich erinnere mich, dass du mir und einer Delegation vor einigen Jahren konkrete Orte in Lemberg gezeigt hast, wo diese Kontinuität von Gewalt unmittelbar zu sehen und zu erfahren war. Wenn du hierüber etwas sagen kannst und gleichzeitig die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen auch nochmal extra in den Blick nimmst, denn auch die westliche Ukraine als ehemalige östlicher Teil Polens lebten ja nicht nur Polen, sondern eben auch viele, natürlich Ukrainer, aber auch Weißrussen und sehr, sehr viele Juden. Ja, du hast das Wort. Ja, herzlichen Dank. Ja, mówię po niemiecku, tak? Umówiliśmy się. Das heißt, trotz gewisser Parallele, die es hier zwischen dem westlichen Belarus und der westlichen Ukraine gibt, gibt es, glaube ich, auch
einige Unterschiede, sowohl in der heutigen Wahrnehmung dieser Ereignisse nach dem Hitler-Stalin-Pakt, als auch in der damaligen Wahrnehmung oder in der damaligen Einstellung der Bevölkerung. In Ostgalizien, wenn wir jetzt nur über Ostgalizien reden, eigentlich gehörte noch Wolynien dazu, das in der Zwischenkriegszeit polnisch war und das auch nach dem Hitler-Stalin-Pakt der Sowjetunion zugeschanzt wurde. Wenn wir über Ostgalizien sprechen, so muss man hier, glaube ich, auch zwischen der ländlichen Bevölkerung und der städtischen Bevölkerung unterscheiden, weil nämlich die ethnische Zusammensetzung in den Städten und auf dem Lande unterschiedlich war. Die ländlichen Gegenden waren überwiegend ukrainisch, die städtische Bevölkerung war überwiegend polnisch. An der zweiten Stelle waren die Juden und die Ukrainer waren eigentlich in Lemberg, aber auch in vielen anderen ostgalizischen Städten eher nur die drittstärkste Bevölkerungsgruppe. Für die polnische Bevölkerung war der Hitler-Stalin-Pakt und der Einmarsch der Sowjettruppen in Ostpolen am 17. September, Lemberg wurde 5 Tage später schon eingenommen, im Grunde genommen, wie der polnische Kollege schon gesagt hat, die Fortsetzung der Zerstörung des polnischen Staates nur durch eine andere durch eine andere Macht, durch einen anderen Diktator, durch einen anderen Massenmörder. Die ukrainische Bevölkerung hat zunächst in Großteil die Sowjetbesatzung eher neutral aufgenommen, zum Teil in der Illusion, man kann sich auch ein besseres Leben vielleicht vorstellen. Die Sowjetpropaganda hat eine große Rolle gespielt dabei. Auf der anderen Seite gab es bereits nach dem Ersten Weltkrieg sehr starke Spannungen zwischen Polen und Ukrainern in den Gebieten, die in Polen als Kresy Wschodnie bekannt sind, in der heutigen Ukraine Ostgalizien und Wolinien oder Galizien und Wolinien oder Westukraine. Und diese Spannungen haben sich in den 30er Jahren nochmal verstärkt. Die Ukrainer waren tief enttäuscht, dass es nicht gelungen ist, nach dem Ersten Weltkrieg einen eigenen Staat zu bilden. Und diese Spannungen haben im Laufe der Nachkriegsjahre immer zugenommen bis zu den offenen Auseinandersetzungen in den 30er Jahren, auch mit Terroranschlägen auf der ukrainischen Seite, auch mit den Pazifizierungsaktionen der polnischen Regierung. Und das hat selbstverständlich auch eine Rolle gespielt, als die Sowjets die ostgalizischen Gebiete eingenommen haben. Diese Illusion hat sich aber sehr schnell verflüchtigt, weil bereits in den ersten Wochen und Monaten nach dem sowjetischen Einmarsch die ersten Verhaftungen und Vertreibungen, Zwangsumsiedlungen und insgesamt der typische sowjetische Terror angefangen hat. Der in der Anfangsphase stärker gegen die polnische Bevölkerung gerichtet war, später aber auch gegen alle Bevölkerungsgruppen. Die ersten Deportationen haben bereits die ersten Deportationen schon Ende 1939. Angefangen haben sie Anfang 1940 und es gab mehrere Wellen. Und das war genauso wie in Belarus, dass die letzte Deportationswelle im Mai, Juni 1941 stattgefunden hat. Die Historiker geben unterschiedliche Zahlen dazu. Die schwanken zwischen 300.000 und 800.000 Einwohner, die deportiert wurden aus westukrainischen Gebieten, also Galizien und Wolinien. 800.000 würde ungefähr
10% der Bevölkerung bedeuten. Und es gab noch etwas, was besonders in den ersten Tagen nach dem Überfall von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion sozusagen sichtbar geworden ist. Die Sowjets haben auf der Flucht die politischen Gefangenen, und das waren im Grunde genommen alle, die sich in den Gefängnissen in Ostgalizien befunden haben, nicht mitgenommen, weil sie im Chaos des Rückzugs dazu nicht mehr imstande waren und weil sie auf der anderen Seite die Zeugen nicht hinterlassen wollten. Sie haben sämtliche Gefangene in den Gefängnissen umgebracht. Was später von der Nazi-Propaganda auch genutzt wurde, auch zum Beispiel, um den Hass gegen die Juden zu schüren, weil das sozusagen als bolschewistische Judenverbrechen dargestellt wurde. Auch hier gibt es keine klare Meinung unter den Historikern. Es werden Zahlen genannt für Galizien zwischen 10.000 und 20.000 Tote, die alleine in den letzten Tagen in den Gefängnissen überall, das waren meistens die NKWD-Gefängnisse, fast ausschließlich in Galizien umgebracht wurden. Später wurden diese Gefängnisse geöffnet und die Familienangehörige durften ihre Verwandten identifizieren, wo es noch möglich war. Also insgesamt diese drei großen Verbrechen, Deportationen, der Mord an polnischen Offizieren in erster Linie, aber auch die Eliminierung der polnischen Eliten, Lehrer, Priester, Wissenschaftler und dann die Erschießung von Gefangenen in den Gefängnissen. Das sind diese drei Gräueltaten, die in der Erinnerung der Bevölkerung in dieser Region geblieben sind. Propagandistisch wurde der Einmarsch der Sowjettruppen als Wiedervereinigung der westukrainischen und der westbelarussischen Gebieten sozusagen mit den anderen ukrainischen und belarussischen Gebieten dargestellt. In der Sowjetpropaganda damals wurde immer der Begriff der Goldene September genutzt und in der Sowjetzeit hat man immer über den Goldenen September gesprochen. In Galizien, weil der Widerstand hier besonders stark war, hat man sozusagen die Sowjetmacht letztendlich gezwungenerweise akzeptiert. Aber, und man durfte in der Sowjetzeit auch nicht offen darüber sprechen, aber diese Ereignisse zwischen 1939 nach dem Hitler-Stalin-Pakt und 1941 sind doch in der Erinnerung der Bevölkerung geblieben. Später sprach man immer, und das hört man bis heute noch, besonders wenn ältere Menschen darüber sprechen, man spricht immer noch von den ersten Sowjets und den zweiten Sowjets. Die ersten Sowjets, das war die Sowjetunion nach dem Hitler-Stalin-Pakt 39 bis 41, bis zum deutschen Überfall. Die zweiten Sowjets waren nach 44, also nach der Vertreibung der Deutschen aus Galizien und nach der erneuten Etablierung der Sowjetmacht. Übrigens, die Geschichte mit dem 17. September, der Tag ist jetzt derzeit in Weißrussland seit kurzem ein Nationalfeiertag. Das haben schon die Sowjets praktiziert. Sie haben nach wenigen Monaten, es gab sozusagen zynisch ausgedrückt, in diesen ersten Monaten viel wichtigere Aufgaben zu erledigen. Ein paar tausend Menschen umbringen, ein paar 10.000 deportieren, enteignen, dann die Verwaltung umkrempeln. Aber dann kam es auch zu den Straßenumbenennungen.
Und die Sowjetunion hat auf eine besonders perfide Weise im Grunde genommen betont, dass es keinen polnischen Staat mehr gibt. Man hat in Lemberg die Straße des 3. Mai, das ist der Tag der polnischen Verfassung von 1791, der heute auch ein Nationalfeiertag in Polen ist. Man hat die Straße des 3. Mai in die Straße des 17. September umbenannt. Und bis zum Ende der Sowjetzeit gab es in Lemberg die Straße des 17. Dezember, September. Und diese Gewalt hat ihre Fortsetzung gefunden. Also im Grunde genommen kann man hier eben über Gebiete sprechen, die Timothy Snyder als Bloodlands definiert und wo, wie er spricht, sozusagen der Staat oder die Strukturen, die administrativen Strukturen, die Verwaltung doppelt zerstört wurden. Von den Deutschen und von den Sowjets, beziehungsweise von den Sowjets und von den Deutschen, je nach dem Gebiet, in welcher Reihenfolge. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung über die Zäsur dieses 22. Juni. Wir haben eben gehört, aus polnischer Sicht gibt es die gar nicht als wirkliche Zäsur, denn die eigenen Erfahrungen der Vernichtung waren schon eben seit dem September grausame Realität. Es ist anders in Belarus und anders in der Ukraine und dann natürlich auch in Russland, wo die natürlich auch Russland Betroffener und Opfer dieses Vernichtungskrieges war. Ich würde Frau Weber noch mal gerne fragen, dieser Begriff des Vernichtungskrieges, er wird oft in Deutschland dann erst ab dem 22. Juni benutzt. Wie weit finden Sie das gerechtfertigt? Oder muss man nicht doch sagen, der Vernichtungskrieg begann wirklich am 1. September? Aber was änderte sich, außer dass es eben sozusagen ein neues, riesiges Reich, die Sowjetunion war, die überfallen wurde und die natürlich auch ideologisch für Hitler immer als Sowjetbolschewismus Hauptfeind seit den 20er Jahren war. Können Sie dazu ein paar Worte sagen? Ja, vielen Dank wieder für die Frage, die doch eine sehr komplexe ist oder auch eine sehr komplexe Antwort erfordert. Ich denke also gerade mit den Arbeiten auch des Jena-Historikers Jochen Böhler, gehen wir auch davon aus, dass das, was nach 1939 passiert, Böhler hat ja dieses Buch geschrieben und nannte es Auftakt zum Vernichtungskrieg und beschreibt eben die Ereignisse 1939 in Polen. Dass in der Geschichtswissenschaft schon klar ist, dass der Vernichtungskrieg, der nationalsozialistische Vernichtungskrieg, nicht erst nach dem 22. Juni 1941 und nur in der Sowjetunion beginnt. Also wir sehen ja, das muss ich im Einzelnen gar nicht aufführen, natürlich die Repression gegen die jüdische Bevölkerung Polens, die Repression gegen die polnische Bevölkerung unmittelbar in den Stunden nach dem 1. September. Also insofern ist uns das, glaube ich, geläufig, aber tatsächlich wir haben die SS-Einsatzgruppen, Himmlers Truppen sind in den polnischen Gebieten so aktiv, wie sie dann nach 1941 auch auf den sowjetischen Gebieten sind. Also insofern glaube ich, würde ich sagen, der Begriff des Vernichtungskrieges gilt für die Zeit ab 1939. Wir sprechen aber ganz sicher für die Zeit nach 1941 von einer Radikalisierung des Krieges. Und diese Radikalisierung des Vernichtungskrieges, das meine ich mit einem sehr großen Thema, hat mit ganz unterschiedlichen Faktoren zu tun. Sie hat vor allen Dingen auch etwas damit zu tun, dass beide
oder zwei Prozesse. Einmal der Prozess der militärischen Kriegführung und dann der Prozess des ideologischen Vernichtungskrieges miteinander in einer gewissen Art und Weise sogar kollidieren. Also es gibt etwas vereinfacht formuliert, dann auch durch die Dynamik von Barbarossa und den militärischen Feldzügen eine Vernichtungslogik und Vernichtungsdynamik, die sich tatsächlich seit 1941 radikalisiert auf ganz immense und verheerende Art und Weise. Und von den anderen Rednern sind ja auch schon die einzelnen Verbrechen, also Katyn und Chatyn und in Weißrussland angesprochen worden, was ja dann auch in der sozialistischen Zeit zu ganz irrwitzigen Verwechslungsversuchen seitens der Sowjetunion geführt hat. Aber das dazu, ich insofern glaube ich, wir sprechen von einer Radikalisierung dieser Vernichtungsdynamik nach 1941. Ich möchte aber noch ganz kurz, das sei mir erlaubt, auf die Bemerkung von Juri Dulkort eingehen. Ich hoffe, Sie sprachen von dieser Delegation, Herr Merkel, oder diesem Besuch in Lemberg. Ich hoffe, Sie haben entweder nicht oder doch das Hotel George besucht, das es ja heute noch gibt. Ein ganz geschichtsträchtiger Ort, an dem sich NKWD und SS-Personal im Frühjahr 1940 getroffen haben, als es um den deutsch-sowjetischen Flüchtlingsaustausch ging. Also da treffen in diesem Hotel beide Gewaltakteure, NKWD und SS, ja aufeinander und handeln aus, wie sie mit den polnischen, den ukrainischen, weißrussischen und jüdischen Flüchtlingen eigentlich umgehen. Und also ich finde, gerade in Lemberg finden sich viele Orte auch dieser Verflechtungsgeschichte und der gemeinsamen Aktivitäten von nationalsozialistischen und stalinistischen Gewaltakteuren. Und die Umsiedlung, von der Sie sprachen, Herr Dulkort, die sowjetischen Umsiedlungen sind eben häufig auch eine Antwort auf die Vertreibung, Repression des Nationalsozialismus. Also die Flüchtlinge, die über die deutsch-sowjetische Grenze getrieben werden, die dann das NKWD ins Landesinnere deportiert, weil man sie eben nicht in diesen unzuverlässigen Grenzregionen belassen will. Also auch das sind ganz hochinteressante Aspekte dieser Geschichte von 39 bis eben 41. Ganz herzlichen Dank. Wir könnten und müssten noch viel erzählen über die Einzelheiten und gerade auch dieses Beispiel, diese Verflechtungsgeschichte der Täternation der beiden totalitären Staaten, Sowjetunion und Nazi-Deutschland. Könnte man und müsste man viel zu sagen. Wir möchten aber an dieser Stelle vielleicht doch abbrechen, weil unsere Zeit begrenzt ist und wir auf jeden Fall noch dazu kommen müssen, wie in der Gegenwart die Narrative über diese Geschichte aussehen. Ich habe am Anfang über das deutsche Narrativ gesprochen. Wir haben einen Streit um diese Geschichte heute sowohl in Belarus wie in der Ukraine, die ja seit einigen Jahren dann eben von dem sowjetischen Modus, der Krieg wäre nur der große Vaterländische Krieg von 41 bis 45 abgegangen ist und auch von den 6 Jahren des Krieges spricht, auch in der offiziellen Sprachgebrauch des Staates. Und wir haben natürlich eine entsprechende Diskussion, durchaus ja auch strittig in Polen selbst. Nicht über diese Grundsatzgeschichte, aber auch in Polen ist heute wieder der Streit um die Geschichte lebendig. Und ich fände es gut, wenn wir über diesen Streit und den Umgang mit dieser Geschichte noch ein Stück weit reden. Und ich möchte hier wieder mit Polen anfangen, weil in Polen, glaube ich, die Grundsatzfragen, die wir hier besprochen haben, nicht umstritten sind.
Aber wir haben trotzdem erlebt, dass etwa im Museum des Zweiten Weltkrieges in Danzig, das von der vorigen Regierung in Polen etabliert worden ist, es jetzt deutliche Veränderungen gibt. Ja, dass es sogar auch in Polen passieren kann, dass man als Historiker gerichtlich belangt wird, wenn man Thesen hat, die der offiziellen Wahrnehmung oder Darstellung widersprechen. Wenn Sie vielleicht kurz darüber sprechen und wir dann nach Weißrussland und in die Ukraine kommen. Jeszcze w Polsce historyk przed sądem stawać nie musi. Ten spór jest bardzo skomplikowany. In Polen werden die Historiker nicht vor Gericht gestellt. Aber jetzt, was die Ausstellung in dem Museum angeht, da ging es ja um Urheberrechte, Eigentumsrechte, aber zum Glück haben wir so eine Situation nicht, dass historische Forschung eine Gefahr darstellen könnten für die Forscher im Vergleich zu dem großen östlichen Nachbarn. Also, kritische historische Forschung werden analysiert und das kann ja auch zu Haft führen. Und die Diskussion in Polen über den Zweiten Weltkrieg, die ist im Gang, aber das ist ja nicht die Hauptachse der öffentlichen Debatten. Meistens diskutieren wir mit unseren Partnern, mit Deutschland zum Beispiel. Also, mit Deutschland haben wir ja keine Probleme, was das Wesentliche angeht. Die Auslegung ist ähnlich und der politische Streitpunkt, das ist die Wiedergutmachung. Ob Deutschland hat ja genügend viel geleistet für dieses Leid. Aber das ist rechtlich politischer Natur und das betrifft ja nicht das polnische historische Narrativ. Und der wichtigste Streitpunkt, ja, das ist ja Polen, Russland. Und wir können uns davor nicht flüchten. Das ist ja in der Tat sehr wichtig. Wir müssen uns das Ganze anschauen, was vor anderthalb Jahren in Russland passiert ist, als im Dezember 2019 der Präsident Putin in seinen Exposés an die Nationen, bei den Treffen mit den Industriellen, mit Militärs und mit Vertretern der unabhängigen Staaten viermal ein Narrativ von sich gab, dass eben Polen ja mitverantwortlich wäre für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und hinzu, also zusätzlich, wollte er doch weitergehen an die westliche Öffentlichkeit, und zwar in einer amerikanischen Zeitschrift. Aber das brachte keine Erfolge mit sich. Aber es gibt ja in der Tat große Spannungen zwischen Polen und Russland, was eben naja, die Sicht dieser Zeit angeht. Und die vorherrschende in Polen Darstellung und die offizielle russische, natürlich gibt es dort in Russland auch professionelle Historiker, die ganz genau wissen, was passiert ist und sie schreiben ja auch in diesem Geiste. Und der polnisch-russische Dialog wird auf dieser Ebene, auf diesem Niveau geführt. Aber es gibt ja hier eine Kluft zwischen der polnischen öffentlichen Auslegung und der öffentlichen russischen Auslegung der Geschichte. Warum gibt es hier so eine Kluft? Also, die Erinnerungspolitik ist für Russland ja eine Quelle der Legitimation des Systems und der große Sieg 45, der Sieg über den Faschismus, über das Dritte Reich, ist wichtig. Ja, Russland hat ja Europa gerettet gehabt und der 17. September und der Stalin-Hitler-Pakt, das sind ja, das fungiert als Störfried.
Aber das war ja in der Tat so, dass der Räter zu dieser Zeit eben Aggressor gewesen ist und deswegen versucht man ja ganz aggressiv die anderen dazu zu bewegen, ihre Betrachtungsweise anzunehmen. Warum ist das auch so wichtig? Warum ist das so wichtig? Warum die Russen das eben so auslegen, diese Periode, auch wenn Historiker, die Profis es für unernst halten, weil sie die Manipulation sehen, dann wenn wir uns eben die Putins Aussagen anschauen, nach der Aggression auf die Ukraine, nach der Krim-Annexion, nach Donbass, dann werden wir Parallelen sehen, was die Argumentationen angeht. Krim, die Krim, ewig russisch. Und dann Belarus und die Ukraine, ja, ewig russische Gebiete und wir wollen eben ja die russische Bevölkerung dort retten. Terra nullis, ja, das Niemandsland, 39 existiert angeblich Polen nicht, deswegen dürfen wir es besetzen, dort gibt es niemanden, die Ukraine ist im Zerfall und deswegen können wir auch die Ukraine Gebiete einnehmen. Das ist die historische Gerechtigkeit. Wir bekommen das, was immer zu Russland gehört hatte. Und das ist nun mal das Wichtige. Man muss ja die Sensibilität haben. Man muss ja auch diese Durchsagen, diese Botschaften wahrnehmen, weil da auch gewisse Klischees aus der Vergangenheit wiederholt werden. Wir wissen ja auch genau, wir wissen, wie wichtig das ist, nie wieder. Und wir denken natürlich an den Zweiten Weltkrieg, nie wieder Krieg. Aber ja, die russischen Eliten sagen, das können wir wiederholen. Was sollen wir damit machen? Deswegen ist der historische Streit hier diesbezüglich so wichtig. Deswegen kann man es nicht alleine den Profis überlassen. Auch die Öffentlichkeit muss ja diesen Kontext kennen, um festzustellen, wie sich die Argumente verändern, wie sie eine neue politische Bedeutung gewinnen. Auch wenn wir glauben, dass das eigentlich, naja, Überbleibsel der Geschichte sind. Herzlichen Dank. Wenn wir Belarus sehen, dann kann man feststellen, dass am Anfang nach der Unabhängigkeit, unmittelbar in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit, es ein neues Narrativ gab, dass es schon am Ende der Gorbatschow-Zeit in Belarus entstanden war bei einigen gesellschaftlichen Gruppen, das dann aber 1994 abbrach mit dem Amtsantritt von Lukaschenka und man wieder in dem alten Fahrwasser sowjetischer Erinnerungskultur lebte. Im Augenblick ist das wieder neu im Aufbruch. Können Sie vielleicht zu dieser Linie, Herr Melnikow, noch mehr diese darstellen und versuchen deutlich zu machen, was ist heute in Belarus der Streit um Identität und Vergangenheit? Vielen Dank. Rzeczywiście, to jest taki moment bardzo ciekawy, bo 91. Das ist ja in der Tat wichtig. In der Zeit zwischen 41 represjami z radzieckimi przeciwko Białorusinom i to rzeczywiście ten moment, który wcześniej nie był w gab es ja eine neue Entwicklung. Es gab ja eine neue Wahrnehmung der Sachverhalte und dann kam ja auch der Kampf gegen die Sowjetmacht, aber das war ja auch eine große nationale Tragödie und das Ganze war politisiert und das bleibt ja weiterhin politisch und deswegen hatten Leute Angst gehabt, sich damit zu befassen, es zu erforschen. Also ich machte zum Beispiel Exkursionen nach Kuropaty. Und ich habe den Leuten gesagt, um es für die deutsche Öffentlichkeit zu sagen, ist der Ort,
wo in Minsk damals Abertausende umkamen, in der Sowjetisierung schon vorher im großen Terror, aber dann eben auch in diesen Jahren. Seit den 30er Jahren hat man das ja als Erschießungsort genutzt. Das war zu Stalins Zeiten, aber es gab ja auch andere Orte dieser Art in Minsk. Und seit 1994 blieb das Problem, aber es wurde politisiert. Seit der Zeit von Lukaschenko, da hat man ja die sowjetische Sichtweise übernommen gehabt, was die Geschichte von Weißrussland angeht. Es gibt ja nicht das Jahr 39, 41, aber seit der Zeit der sowjetrussischen Aggression auf Krim und in Donbass. Da hat sich die Situation geändert gehabt. Es gibt ja, jetzt werden auch andere Sachen angesprochen, zum Beispiel Weißrussen in der polnischen Armee 39, in der Anders-Armee. Ich bin ja Autor einer Ausstellung zu diesem Thema. Als ich auf Journalisten gewartet habe, da traf ich eine ältere Dame, sie war mit ihrem Enkel unterwegs und sie weinte. Ich stamme aus Mochelew. Das habe ich ja nicht gewusst, dass Weißrussen gegen die Deutschen gekämpft haben. Und ich wusste ja auch nichts von den Weißrussen in der Armee von Anders. Ja, und es ist uns gelungen, diese Fragen noch einmal anzusprechen, auch in dem Museum des Vaterländischen Kriegs. Und wir haben dort eine Veranstaltung, eine Ausstellung gemacht. Da kam die Frau Anders zu uns zur Eröffnung, also die Tochter von General Anders. Und wir eröffnen diese Ausstellung und da oben haben wir die sowjetische Fahne. Und es gibt hunderte von Personen, die Schlange stehen, sie wollten da rein. Und man sagte, wir stehen an wie bei Brotverkauf. Und das waren Scherze, aber es war notwendig, diese Geschichte zu präsentieren. Also die Leute wollten es wissen. Auch die Ereignisse von 1941. Also eigentlich in Weißrussland bekannt, aber viele Themen hat man verschwiegen gehabt. Dann die Morde von NKWD in der Ukraine, aber in Weißrussland gab es das auch. Wielinka, Czerwień. Und viele Völker haben da runtergelitten, Polen, Litauer, auch Weißrussen. Und Russland möchte ja beweisen, nein, das ist irgendwie ein polnisches Thema, aber das ist nicht ausschließlich ein polnisches Thema. Vieles hängt ja auch von den Polen ab. 1990 haben wir einen Film gedreht über die Schlacht bei Moaba. Und wir haben ja für das weißrussische Fernsehen einen Film gedreht und ja, viele Leute haben das gesehen. Ich habe ja bei einem Kollegen aus Polen angerufen und er sagte, du hast die Schlacht, ich habe deine Schlacht bei Moawa gestohlen und er sagte, ja, bloß keine Sorge, die Polen haben so viele Schlachten geschlagen, dass es auf die eine nicht ankommt. Und ja, Politik und dann der russische Einfluss und der russisch-polnische Dialog, da kann ich nur sagen, die Belarussen interessieren sich für die Geschichte. Juri, wenn du über diese Fragen noch einmal darstellen könntest, wie läuft die Diskussion in der Ukraine, und zwar sowohl im Osten wie auch im Westen, oder hat sich das vereinheitlicht?
Zunächst noch mal eine kurze Bemerkung. Es ist tatsächlich so, dass Russland 2014 mit einer ähnlichen Argumentation, wie es hier schon gesagt wurde, versucht hat, das Vorgehen in der Ostukraine und auf der Krim zu rechtfertigen. Aber es kommt noch dazu, dass man sozusagen den in der russischen Propaganda nicht mehr existierenden ukrainischen Staat als eine Ansammlung von Faschisten dargestellt hat. Also das ist noch eine Parallele sozusagen zu diesem Narrativ über 39. Die ukrainische Geschichte nach der Unabhängigkeit und die gesellschaftlichen und politischen Diskussionen haben sich natürlich nicht sofort geändert, sondern allmählich entwickelt. Die wissenschaftliche Diskussion und die publizistische Diskussion im Grunde genommen war schon Ende der 80er Jahre möglich, wobei damals natürlich der Zugang zu den Quellen noch nicht frei war oder nicht vollständig war. Die ukrainischen Archiven wurden im Gegensatz zu den russischen Archiven fast vollständig freigegeben, sodass die Historiker im Moment auch keine Probleme haben, in den Archiven zu arbeiten. Diese Abkehr von dem sowjetischen Narrativ war aber eine allmähliche Abkehr, auch in der Wahrnehmung, was ist die Wahrnehmung in der Gesellschaft anbelangt. Das zeigen auch die Meinungsumfragen, zum Beispiel darüber, ob man sozusagen den Begriff der Zweite Weltkrieg oder den Begriff der Große Vaterländische Krieg benutzt. Und man sieht eine klare Entwicklung, wenn man die Umfragen vergleicht im Laufe der Jahre, wie sich auch der Gebrauch der Begriffe geändert hat. In der publizistischen Diskussion vielleicht etwas früher. Etwas, was immer deutlich konservativer ist, sind die Schulbücher. Man kann in den Schulbüchern auch sehen, wie allmählich eben diese Abkehr war. Zum Beispiel 2001 hat noch in den Schulbüchern zwei Begriffe, der Zweite Weltkrieg und der Große Vaterländische Krieg, verwendet. Heute spricht man, die letzten Schulbücher, das sind 2018, 2019 erschienen. Dazwischen gab es noch 2011 eine Neuauflage. Heute spricht man von dem sowjetisch-deutschen Krieg ab Juni 1941. Es gab in der Sowjetzeit auch eine ganze Reihe von festen Redewendungen. Zum Beispiel, man sprach ja immer über die deutsch-faschistische Eroberer oder немецка фашистские захватчики. Den Begriff Nazis hat man in der Sowjetzeit überhaupt nicht verwendet oder nur selten und schon gar nicht Nationalsozialismus. Man wollte den Sozialismus nicht mit dem Nationalsozialismus verwechseln. Und deswegen hat sich im sowjetischen Narrativ der Begriff Faschismus auch für das Nazi-Deutschland eingebürgert. Es gibt aber natürlich auch Unterschiede in der Wahrnehmung heute in den verschiedenen Landesteilen. Die sind vielleicht nicht so stark, wie man auf den ersten Blick vermuten würde. Wenn man eben über die Umfragen spricht, in denen der Zweite Weltkrieg als Frage gestellt wird, dann kann man sehen, hier gibt es im Osten doch mehr Menschen, die sozusagen über den Großen Vaterländischen Krieg nachdenken. Aber in der Zentralukraine und in der Westukraine ist es jetzt eindeutig der Zweite Weltkrieg. Und
man kann das auch aus den politischen Vorlieben ablesen. Die Wähler von allen Parteien, mit der Ausnahme der prorussischen Partei Oppositioneller Plattform, sind jetzt sozusagen auf dieses neue Narrativ umgestiegen. Und es gibt aber noch, glaube ich, doch einen wichtigen Unterschied zwischen Galizien vor allem und anderen Landesteilen in der Wahrnehmung der Geschichte. Und zwar für Galizien war die Sowjetmacht immer eine Besatzungsmacht, für den Großteil der Bevölkerung zumindest. Das heißt, das war ein Bruch in der eigenen Geschichte. Obwohl Galizien, wenn man das Leid überhaupt messen kann, hat sozusagen weniger unter der Sowjetmacht gelitten als die Zentralukraine und die Ostukraine. In den 30er Jahren gab es dort den Holodomor, die Hungersnot und den großen Terror von 37 und 38. Das hat man in Galizien nicht, weil Galizien damals polnisch war. Aber das war sozusagen der Bruch mit der Geschichte für diese Region. Und hier hat man die Sowjetzeit immer als Besatzungszeit empfunden. Interessanterweise war man in Galizien immer gegen die Sowjetmannschaft. Das ist sozusagen eine psychologische Beobachtung, die aber immer sehr wichtig ist. Und das war in den anderen Teilen der Ukraine nicht so, zumal die Sowjetpropaganda auch den ukrainischen Widerstand, der besonders stark eben im Westen war, immer verteufelt hat. Aber eigentlich sind diese Ereignisse des Zweiten Weltkrieges zwischen 39 und 45, vielleicht sollte man sogar noch die Jahre danach mitnehmen, weil der Widerstand gegen die Sowjetmacht noch länger andauerte, unheimlich kompliziert, und ich glaube auch nicht, dass man alle diese Ereignisse nur sozusagen im Spiegel von diesen beiden Perioden betrachten kann. Natürlich ist diese Periodisierung auch ganz wichtig, 39 bis 41 und dann ab dem Überfall. Aber in der Ukraine war es ein bisschen so, wie es auch im Ersten Weltkrieg gewesen ist. Das heißt, es gab hier mehrere Kriege, die gleichzeitig stattgefunden sind. Der Krieg der Deutschen gegen die Polen, der Krieg der Deutschen gegen die Sowjetunion, der Krieg der Ukrainer gegen die Polen, der Krieg der Ukrainer gegen die Sowjetunion, der Krieg der Ukrainer gegen die Deutschen. Also im Grunde genommen gab es Zeiten, wo jeder gegen jeden gekämpft hat. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was typisch für diese Gebiete ist, die, wie ich bereits gesagt habe, von Timothy Snyder als Bloodlands bezeichnet werden. Ganz herzlichen Dank. Wir sind ans Ende unserer Zeit gekommen und merken, dass wir eigentlich noch mittendrin sind in der Diskussion und vielerlei Rückfragen sinnvoll wären, Vergleiche. Dass aber auf jeden Fall eines deutlich ist, dass dieser Vernichtungskrieg Deutschlands im Osten Europas eine ungeheure Dynamik hatte, aber gleichzeitig eben nicht nur ein deutscher Krieg war, sondern gleichzeitig einer, an dem viele Völker sehr differenziert beteiligt waren. Und das gilt ebenfalls, dass wir feststellen müssen, dass das deutsche Bild von den vier Alliierten, die Nazi-Deutschland besiegt und uns Deutsche vom Nationalsozialismus befreit haben, auch vielleicht ein Stück weit erweitert werden muss, weil die Sowjetunion, wenn wir uns die Karte Europas anschauen, man hinzufügen muss, dass die Sowjetunion eben nicht nur Russland ist, sondern wenn es darum geht, diese Befreiung zu beschreiben, man auch von Belarus und von der Ukraine sprechen muss. Denn diese Soldaten waren in hohem Maße daran beteiligt. Aber auch nicht nur diese, sondern wirklich alle Sowjetrepubliken waren Teil davon und ihre Nachfolgestaaten. Und ich möchte erwähnen, was man in Deutschland auch bis heute nicht wirklich wahrnimmt, dass auch Polen
in allen Armeen, in allen alliierten Armeen uns mit vom Nationalsozialismus befreit hat, dass nur Stalin verhindert hat, dass dies nach 45 und 45 selbst angemessen anerkannt wird. Weshalb ich schon lange fordere, dass man zum Ende des Krieges und zum Gedenken des Endes des Krieges dies auch in Deutschland viel stärker wahrnimmt und auch protokollarisch entsprechend wahrnimmt. Ein weites Feld, ein Feld auch für die deutsche Erinnerungspolitik, über manches neu nachzudenken und manche Perspektiven sich neu erzählen zu lassen und mit unseren heutigen östlichen Partnern darüber im Gespräch zu bleiben, haben Sie herzlichen Dank. Wir haben jetzt hier einen Punkt, wenn ich darf, würde ich gerne, damit wir möglicherweise zusammenschneiden können, wir müssen mal sehen, wie das dann aussieht. Ich hätte, habe es dann nicht geschafft, gerne jeden der Diskussionsteilnehmer noch gebeten, einen Wunsch zu äußern. Und zwar, da wir sozusagen auch durchaus auch die deutsche Erinnerungskultur hier mit im Blick haben, dass jeder der Anwesenden relativ kurz einen Wunsch an das öffentliche Gedenken in Deutschland richtet, aus der jeweils eigenen Perspektive. Und anfangen möchte ich hier mit Claudia Weber, die nun gerade vor einiger Zeit ja auch ein Buch über den Hitler-Stalin-Pakt geschrieben hat, der in Deutschland in der Erinnerungskultur ja überhaupt nicht vorkommt. Aber ich möchte Ihre Antwort nicht vorwegnehmen. Frau Weber, was wünschen Sie sich an der deutschen Erinnerungskultur, an Veränderungen, Präzisierungen oder Klarstellungen? Gut, ja, also das war ja die Frage nach einem Wunsch an die deutsche oder ich würde sogar sagen europäische Gedenkkultur. Ja. Was ich mir wünsche, ist keine Angst zu haben vor den Widersprüchlichkeiten und Konflikten der Geschichte. Ganz herzlichen Dank, ein klares Wort. Wir setzen fort und ich, da er oft immer der Letzte in der Runde war, soll er jetzt unmittelbar dran sein. Juri Drukot, dein Wunsch an deutsche oder europäische Erinnerungskultur und öffentliches Gedenken. Also ich würde das auch in dieselbe Richtung argumentieren, aber ein bisschen erweitern. Ich weiß nicht, ob das jetzt in einen Satz passt. Ich würde mir wünschen, dass in der Erinnerungskultur viel mehr die tragische Geschichte von Osteuropäern ankommt, in die Erinnerungskultur des Westens, die tragische Geschichte der Osteuropäer ankommt. Der Westen hat Erfahrungen gemacht mit einem absoluten Übel, das war das Naziregime und Hitler-Deutschland. Die Osteuropäer haben zu tun gehabt mit zwei absoluten Übeln, mit dem Nationalsozialismus und mit dem Stalinismus. Und ich glaube, bis heute wird das in Westeuropa zu wenig betrachtet. Und es bedeutet überhaupt keine Relativierung, wenn man von den Verbrechen des anderen spricht. Eher umgekehrt, wenn man die Versprecher des anderen nicht ehrlich artikuliert. Das, in diesem Fall ist es eher eine Relativierung. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt den Namen Melinau, wenn Sie Ihren Wunsch äußern. No, ja bym chciałem powiedzieć to, że bardzo by Das würde schon gut sein, wenn wir uns gegenseitig zuhören würden, damit der Westen uns nichts aufzwingt, aber auch umgekehrt. Und ich glaube, Weißrussland ist ja ein gutes Beispiel dafür. Wir haben ja hier die beiden Daten, 39 und 41. Und wir müssen uns selbst dann Gedanken, uns über das Ganze machen.
machen. Wir müssen das selber meistern. Wir brauchen unsere eigene weißrussische Sicht dieser Sachen. Und dazu brauchen wir viele Quellen. Und wir müssen die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Und das betrifft die beiden Daten, den 22. Juni und den 1. September. Und das wird für uns immer ein aktuelles Thema bleiben und wir werden es, erforschen. Herr Wiczuszkiewicz, Sie haben das letzte Wort. Bardzo krótko. Also jest ganz kurz. Słuszne i prezentowane wielokrotnie przez Niemcy poczucie odpowiedzialności za... Also Deutschland präsentiert es so Verantwortung für die Söhnen. Aber das sollte nicht die rationale Analyse überschatten von diesen Sachen, die wir rund um uns herum sehen. Und denken wir daran, das, was passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Und deswegen müssen wir das Ganze nüchtern betrachten und nicht alleine in die Vergangenheit schauen. Ganz herzlichen Dank an Sie alle, an Ihre Beiträge, aber eben auch an die Perspektiven, die Sie aus Ihren Ländern zurück nach Deutschland und gegen und zueinander reflektiert haben. Aber eben auch, wie gesagt, dieser Wunsch gegenüber einem Deutschland, das ja allzu oft den Eindruck erweckt, dass es selbst Weltmeister der Erinnerung, des Übernehmens von Verantwortung ist, dass auch wir es nötig haben, auf die Erfahrungen anderer zu hören. Das, denke ich, ist ein wichtiges Ergebnis dieser unserer Gesprächsrunde. Ganz herzlichen Dank.